Hey Leute, ich ranke heute meine Top 5 Vandal Killsounds. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Killsounds ihr auf jeden Fall gerne nochmal hören wollt und vor allen Dingen, was eure Top 5 Vandal Skins sind. Ich würde sagen, wir fangen an hier mit dem Platz 5 meines Rankings. Mit der sogenannten Neptune Vandal aus dem Neptune Pack. Nicht in der weißen Variante, sondern in der blauen Variante. Ist ein richtig geiler Skin und jetzt hören wir uns die Killsounds rein von 1 bis 5 bei dem Ace. Auf geht's! Hier mein vierter Platz meiner Top 5 Vandal Skins von dem Finisher bzw. von dem Killsound. Und zwar ist es die altbekannte For Satan. Hören wir rein. Einfach mega geil und clean der Sound. Und dementsprechend mein Platz 4. So, hier ein altbekannter Klassiker und vor allen Dingen auch mein Platz 3 der besten Vandal Skins überhaupt. Hören wir uns den Finisher bzw. den Killsound an. Und zwar handelt es sich hier um die Primordium Vandal. Eine richtig geile Vandal plus richtig geilen Finisher. Wir hören rein. Auf geht's. Einfach ein brachialer Sound und meine Top 3. So, hier mein Top 2 Vandal Skin. Ihr seht es schon, und zwar Champions Vandal 223. Richtig geiler Killsound, richtig geile Animation. Klar, viele werden denken, ey Timo, warum hast du denn diese Vandal auf Platz 2? Ich finde einfach den Killsound von dieser Vandal extrem geil. Ich würde sagen, wir hören rein und auf geht's. Einfach richtig geiler Killsound und meine Top 2 dieser Vandals. Und hier kommen wir auch zu meinem All-Time-Favorite, zu meinem Platz 1, und zwar die Prelude to Chaos Vandal. Eine richtig geile Vandal, meiner Meinung nach, vor allen Dingen in diesem etwas schräbrigen Design, und zwar in diesem Emo-Weiß-Design. Richtig, richtig nice. Und wie gesagt, schreibt gerne jetzt nochmal in die Kommentare, was eure Top 5 Vandal Killsounds sind und vor allen Dingen, ob ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier mein All-Time-Favorite an, Prelude to Chaos mit den Killsounds. Und lasst gerne ein Like da, folgt mir gerne auf TikTok und auf Twitch, da sind wir regelmäßig live. Ich würde sagen, auf geht's und let's go!